Hi, ich bin Jens-Ulrich Hellmann von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und ich präsentiere hier eine Forschungsarbeit, die ich zusammen mit Deborah Turben von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg durchgeführt habe. Hier, das ist die 24. alljährliche Convention der APS in Chicago, Illinois, USA. Unsere Forschungsarbeit heißt Rache ist süß. Das geschmackliche Erleben kann einen Einfluss darauf haben, wie wir eine Rachehandlung bewerten. Die Metapher, dass Rache süß ist, existiert in vielen verschiedenen Sprachen, in Englisch, in Deutsch, im Niederländischen zum Beispiel. Und für die Franzosen ist Rache auch sogar süßer als Honig. La vengeance est plus douce que le miel. Wir haben angenommen, dass das dadurch reflektiert sein kann, dass es eine sehr tiefe Verbindung zwischen dem süßen Geschmackserleben und Rache geben könnte. Was wir gemacht haben, ist ein zweifaktorielles Between Participants Experiment. Zunächst haben Leute entweder etwas Süßes oder etwas Neutrales getrunken und danach haben sie eine Geschichte gelesen, in der das Motiv entweder ganz klar Rache war für eine Schädigung einer anderen Person, denn da war es eine initiale Aggression. Für die zweite Hälfte unserer Versuchspersonen fehlte diese initiale Aggression, also das Motiv war nicht ganz so klar. Kontrastanalysen haben dann gezeigt, dass wir nicht nur eine bedeutsame Interaktion gefunden haben, sondern nur wenn Rache und Süß wirklich zusammengekommen sind, sind die handelnde Person und die Handlung selber mehr positiv, also positiver bewertet worden als in irgendeiner der anderen drei Bedingungen. Wir haben also gezeigt, dass Rache tatsächlich süß sein kann. Vielen Dank.